Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Sprengung des ehemaligen Kohlekraftwerks der Steag. Wir werden in den nächsten Stunden nicht nur die größte Sprengung Deutschlands im Jahr 2021 erleben, sondern ein großes Kapitel Industriegeschichte beenden, damit wir gemeinsam ein neues schreiben können. Der heutige Tag ist ein Meilenstein. Unser Motto bei Hagedorn lautet: Zukunft fängt mit Rückbau an. Lassen Sie uns den Countdown für die neue wirtschaftliche Zukunft der Region heute mit einem großen Knall starten. Wo es heute darum geht, es sind zwei Sprengungen, also zwei Sprengzeitpunkte, aber es sind insgesamt vier Bauwerksteile. Besonders spannend bei dem Projekt ist tatsächlich, dass wir auch auf 150 Metern am Schornstein eine Sprengebene einziehen mussten. Ja, auf 150 Meter zu arbeiten, ist schon eine Herausforderung, was uns auch nicht alle Tage begegnet. Das war schon spannend. Ja, da wo eben noch der Schornstein stand, da ist jetzt nichts mehr zu sehen. Wenn schon das Gebäude verschwinden muss, dann am Ende auf jeden Fall mit einem Knall. Wir haben heute neue Herausforderungen im Bereich der Energieversorgung. Wir haben neue Anforderungen, was Klimaschutz betrifft. Und alles das können wir an diesem Standort neu entwickeln. Ein Aufbruch für die Zukunft, eine neue Zeit für ein neues Gebiet, ein neues Gewerbegebiet und für einen Neuanfang. Was kommt danach? Das gesamte Gebiet bekommt einen neuen Bebauungsplan mit Erschließungsthemen. Und ich bin wieder sehr gespannt, was am Ende dann am Boden von dem eingestürzten Kühlturm übrig bleibt. Also vom Schornstein haben wir ja gesehen, da war es nicht allzu viel. Sehr ordentlich. Dankeschön an euch. An Sie, das war es hier aus Lünen vom Gelände der Steag und damit zurück in die Wohnzimmer. Herr Minister, Servus.